Hallihallo und damit ganz herzlich willkommen zurück hier bei Ungespielte Welten und einer neuen super spannenden frostigen Folge von Kona. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut und seid schön warm eingepackt. Sitzt gemütlich auf dem Sofa oder wo auch immer ihr mich hier gerade begleitet. Ich habe hier mal meine Heizung aufgedreht, Schneeschieber und Eiskratzer sind auch griffbereit. Und in der letzten Folge haben wir ja genau hier aufgehört, in der Werkstatt von Lamotte. Wir hatten plötzlich so viel zu tun in der letzten Folge und haben kaum ein Ende gefunden. Und deswegen würde ich sagen, machen wir in dieser Folge direkt weiter, kümmern uns um das Schneemobil und um den Mantel, den wir uns dann vom alten Roser abholen. Euch wünsche ich jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit Kona. Ja, und wir öffnen einmal unsere Karte. Wir drücken dazu einmal wieder I, um auf unser Inventar zuzugreifen. So, wir zoomen mal ran und dann hier, Lamotte, da sind wir und... geheimes Projekt? Stand das letztes Mal auch schon da, Leute? Geheimes Projekt? Merkwürdig. Ich würde aber sagen, dass wir zuallererst, also wir gucken uns das auf jeden Fall noch an hier mit diesem geheimen Projekt, ist ja wirklich mysteriös. Und genau, wir fahren zuerst zum alten Roser, würde ich sagen. Wir bringen ihm erstmal sein Alkohol, damit wir unseren Mantel bekommen und uns nicht mehr kalt ist draußen. Jedenfalls nicht mal so kalt, dass wir hier schnell erfrieren. Und ich denke mal, der alte Roser wird sicherlich dankbar sein und sich freuen darüber. Und deswegen würde ich sagen, Leute, wir fahren zuerst zum alten Roser und danach kommen wir zurück und kümmern uns um das Schneemobil. Also, ihr seht, wir haben einiges zu tun in dieser Folge. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge und damit los geht's. So, da vorne ist unser Auto. Achso, wir gucken erst nochmal nach, ob unsere Kondition soweit stimmt. So, wir sind aufgewärmt. Medizin auch, alles ganz gut, unsere Gesundheit. Naja, Konzentration könnte ein bisschen besser sein, aber egal. Das sollte erstmal noch reichen. Auf zu unserem Auto da vorne. Wir haben ja da vorne hinter diesem Zaun geparkt, am Eingang hier von dieser Werkstatt. Hier ist wahrscheinlich das alte Auto von dem Lamotte. Untersuchen. Nee, Leute, wir machen es nachher. Wir machen alles nacheinander und wir machen alles nach und nach. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem Auto und fahren zum alten Roser. So, wir öffnen mal die Türe. Carl hadn't lived up to his good finder reputation. He still hadn't found any of the wealth contained in Lamotte's lands. Ja, das wissen wir. Wie gesagt, wir müssen noch das Schneemobil reparieren. Was mich interessiert, wir gucken mal ganz kurz was nach. Wir hatten ja hier aus diesem Briefkasten einen Brief geholt, diesen Lieferschein oder was es war für diese Ersatzteile. Aber da war doch noch ein Paket drin. Ah, seht ihr? Einmal eine Zündkerze. Wir konnten dieses Paket tatsächlich noch mitnehmen. So. Wir steigen einmal ein hier in unser Auto, in unser warmes Auto. Motor läuft ja noch. So, Radio ist ebenfalls an. Und dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg zum Haus des alten Roser. Ganz schön wackelig wieder hier. Ich fahre immer viel zu schnell los, Leute. Ich muss mich dran gewöhnen, langsam hier zu fahren und nicht zu schnell. Wir gucken trotzdem mal ganz kurz auf unsere Karte, wo wir jetzt hier eigentlich hin müssen. So, Moment, wir bremsen mal. Also, wir sind gerade hier. Wir müssen also die nächste Abfahrt dann nach links. Einmal da diese scharfe Kurve. Gut, wir packen mal wieder unsere Karte ein. Hier nach rechts kommt ja dann noch eine Abfahrt. Ich glaube, das war die Abfahrt zum Doktor. Ach, ich freue mich auf diese Folge, Leute. Wirklich. Wir haben so viel zu tun. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert, wenn wir eben dieses Getränk in hier müssen. Die Abfahrt, glaube ich, zum Doktor. Bin mir nicht sicher. Hier ist nochmal so ein Eisklumpen. Ja, und dann das Schneemobil natürlich. Ich bin echt gespannt, ob wir wirklich damit dann rumfahren können. Ich hoffe echt, dass das Spiel noch eine Weile geht. Also, wir spielen jetzt schon mittlerweile, ich glaube, über drei Stunden oder so. Eigentlich sollte das Spiel nur
3 Stunden gehen oder 4 Stunden. Na, mal sehen. Ich hoffe, es geht noch eine Weile. Es macht wirklich echt viel Spaß. So, sind wir jetzt schon da? Wir gucken noch mal kurz nach auf die Karte. Hier ist die Karte. Ja, wir sind da. Karte schließen wir wieder. Wir fahren mal rein. So, ich hoffe, er erkennt uns. Nicht, dass er wieder mit der Waffe auf uns zielt und aus Versehen losschießt. Ach, na komm schon. Also die Karre ist wirklich nicht die schnellste. Haus des alten Roser. Vielleicht sollten wir mal hupen. Aber ich glaube, das können wir hier nicht in diesem Auto. So, na gut, wir steigen mal aus. Und dann gucken wir mal, was der Roser uns zu bieten hat. Hier vorne in der Hütte waren wir ja bereits drin. Wir können ja trotzdem mal kurz gucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Aber ich glaube nicht. Aber wenn wir schon mal hier sind, hier hinten war, glaube ich, auch nichts weiter. Ja, Haus des alten Rosers, genau. Wir holen mal unsere Taschenlampe raus. Aber nee, ich glaube, wir hatten hier alles, ne? Ein Schloss ist hier noch. Die Musik wird hier drin immer so ein bisschen mystisch. Hier haben wir noch eine Säge, die lang genug für die größten Bäume im Norden ist. So, nee, hier hatten wir, glaube ich, alles, ne? Ja, doch, hier hatten wir alles. Hier ist noch ein alter Motor oder so. Ja, nee, hier haben wir alles. Hier ist eine Leiter, aber die können wir auch nicht mitnehmen. Nee, alles gut. Haben wir alles erledigt hier drinne? Machen wir die Türe wieder zu. Nee, aber wirklich, ich mag das Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte erst so, naja, die ganze Zeit nur Winterlandschaft. Aber ganz im Gegenteil. Genau das macht das Spiel besonders. Vor allem besonders spannend. Mal gucken, ob wir da unten auch noch irgendwie hinkommen. Da ist ja irgendwie ein See oder so. Na, wieder zurück. Jetzt. Hey, Rosea, wir sind's. Nicht schießen. So, wir öffnen mal ganz vorsichtig die Türe. Nicht schießen. Wir haben alles, was du willst. Ja, wir haben ihn dabei. Wir machen mal die Türe hier zu. Wir wärmen uns auf. Und, ach, guck mal, sogar einen Schal und so. Sobald wir den Mantel haben, gucken wir uns hier drin auch nochmal ganz kurz um. Nicht, dass wir irgendwas hier übersehen haben. Also. D'apparence comme un caribou tarde. Caribou gegen Mantel tauschen. Oh, quand on cherche, on trouve. Parce que je t'aime bien, Astor, je vais te dire quelque chose. Tu fais bien de prendre ma pénis. Parce que par là-bas, tu vas rencontrer le vrai froid. Un froid qui glace comme tu n'en as jamais connu dans ta vie. Ja, das haben wir auch schon rausgefunden. Draußen ist es jetzt nicht gerade sommerlich warm. Aber trotzdem, danke für den Tipp. Ach, schon viel besser. Jetzt ist uns schön warm, Leute. Wartet mal, mir fällt gerade ein. Ihr erinnert euch doch an diese Eisfiguren. Und immer wenn wir uns näherten an diese Eisfiguren, dann haben wir doch angefangen, richtig doll zu frieren. Was ist denn, wenn wir es jetzt nochmal probieren mit diesem, ja, mit diesem Mantel hier, den wir gerade tragen. Oh, und schöne Schuhe haben wir auch dabei. Vielleicht können wir jetzt da irgendwas triggern. Machen wir gleich mal. Wir gucken uns das gleich mal an. So, und das Bild hatten wir uns angeguckt. Die hatten wir auch, glaube ich, alles angeguckt. Märchen und Sagen. Ach ne, die hatten wir schon gelesen. Genau, die haben wir gelesen. Tabs zurück. Was ist das hier? Gomme la belle rose la tulle, qui se donne au yob sur le mercredi décembre. Ja, das kannten wir auch schon. Und mir fällt auf, dass jeder scheinbar immer das gleiche Lied hier hört. Wahrscheinlich irgendein Superstar hier in... Wer ist das hier? Atami Peck? Ja, ich glaube ja. Ja, hier war ja die übergroße Windel.
Aber ansonsten gab es hier nichts mehr, Leute. Was sind das hier noch? Ja, genau. Nee, nee, hier haben wir alles erledigt. Deswegen würde ich sagen, wir... Ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau? À tuer tous ses maris, squeak, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Ja, also der Opa hier hat wirklich wahnsinnig tolle Geschichten für uns. Hier könnten wir noch mal ein bisschen Wasser mitnehmen, wollen wir? Flasche auffüllen, aber wir machen es einfach mal. So, haben wir noch mal ein bisschen Wasser jetzt? So, Leute, dann würde ich sagen, wir fahren zurück. Mon beau bonnet du beau temps. Puis ma ceinture, où ce que je glissais mon flasque. Le monde tournait plus rond quand on s'habillait tout de même. Naja. Also, alter Rosier, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diesen Mantel. Ich hoffe, du hast Spaß mit deinem Karibu hier oder Charibu. Ansonsten, ja, mach's gut. Vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder. Wir werden sehen. Und nicht vergessen, immer schön vorsichtig sein. Na, Türe zu. Taschenlampe stecken wir wieder ein. Und jetzt, Leute, passt mal auf. Wir gucken nochmal auf unsere Karte. Denn, Moment mal, wo waren das? War das im Gemischtwarenladen? Nee, ich glaube nicht. War das bei Le Chien zu Hause? Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind hier oben. Ihr wisst doch, da war doch auch noch diese andere Figur. Bei Roy war es nicht. Wir fahren mal ganz kurz nochmal zu Le Chance. Ich glaube, da war es. Also nach links. Da war doch diese Figur, diese Eisfigur am Fenster. Und mich würde einfach interessieren, ob wir jetzt mit diesem Mantel uns da irgendwie nähern können, irgendwas triggern können, denn... Ja. Wir gucken mal, ob wir da irgendwas triggern können, denn wie gesagt, die können ja da nicht einfach nur so rumstehen. Die müssen da irgendwas zu bedeuten haben. Wie hier in unserem alten Chevrolet. Auf jeden Fall erweist er uns bisher gute Dienste, unser Wagen. Er führt uns auf jeden Fall immer schön zuverlässig von A nach B. Moment, ich glaube, wir fahren in die falsche Richtung, oder? Moment. Ja, wir sind hier. Na gut, dann fahren wir jetzt einfach weiter. Wir fahren jetzt wieder zurück. Und da ist ja auch nochmal so eine Eisfigur. Können wir es da mal ausprobieren. So, ich glaube, wir müssen nach links. Aber wenn wir nach links fahren, wo geht's denn jetzt eigentlich hier nach rechts? Ach so, nee, Moment. Wir sind falsch, Leute. Wir fahren zurück. Rückwärtsgang eingelegt. Wir müssen geradeaus. So, hier müssen wir lang. Tut mir echt leid. Ich kann mir die Wege einfach nicht merken. Also, man muss aber auch wirklich sagen, also zu meiner Verteidigung, es ist wahnsinnig weiß hier draußen. Der Schneesturm, die Sichtweite ist unglaublich kurz. Man sieht nichts. Also, verzeiht mir. So, hier müsste es irgendwo sein. Genau, hier ist der umgekippte Wagen. Und hier vorne müsste dann irgendwann die Werkstatt kommen. Genau, hier vorne ist sie. Wir können ja einfach mal hier auf den Hof fahren, oder? Dann müssen wir nicht bis nach hier vorne laufen, obwohl die Tür ist jetzt zu. Nee, dann steigen wir jetzt hier wieder aus. Türe zu. Und wie gesagt, hier sind Wölfe, ne? Die Spur. Carl hadn't lived up to his good finder reputation. He still hadn't found any of the wealth contained in Lamotte's lands. Ja, genau. Und deswegen kümmern wir uns jetzt mal darum. Wir können ja mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas finden an diesen alten Autos. What good was a motorless car? The mechanic sure had an odd way to go about repairing things. Ja, der Motor fehlt also. Oder sollte vielleicht noch eingebaut werden? Hier haben wir noch eine leere Flasche im Kofferraum. Ach, guck mal, Leute. So ist es, wenn man einfach mal hier zufällig sucht.
ein Schneemobil-Ski. So, haben wir hier gleich noch mehr? Hier vorne haben wir auf jeden Fall noch Holz. Nehmen wir uns auch mal mit. Inventar ist voll. So. Well, this truck's not going anywhere. Where were the amputated parts? Carl grinned as he pictured a Frankenstein-esque car lying around somewhere made of parts from a dozen different vehicles. Ja, ein Frankenstein-Wagen. Könnte man glatt meinen. Aber hier ist nichts weiter. Die Türen können wir auch nicht öffnen. Aber Leute, wir probieren es mal aus. Wir gucken mal kurz unsere Kondition. Sieht gut aus. Und jetzt würde mich tatsächlich interessieren, ob wir jetzt irgendwas machen können mit unserem Mantel. Ob wir jetzt irgendwie da rankommen. Aber... Nee. Ich kann nichts machen. Was? Was ist denn nun? Leute, was ist jetzt? Ich kann nichts machen auf I. Wer bist du? Ist das Lamotte? Leute, ich habe eine Vermutung. Ah, ich habe eine Vermutung. Jetzt fängt es an zu brennen. Lamotte versucht zu fliehen. Aber er schafft es scheinbar nicht. Rauch entwickelt sich. Lamotte. So, und jetzt? Wir kommen hier scheinbar nicht raus gerade. Wir müssen noch irgendwas triggern. Aber was? Hier oben. Öffnen. Something very important must have been in there for the man to take such time and effort to hide it. But Carl didn't know how to reach it. Leute, guckt mal, jetzt kommen wir da ran. Das ist tatsächlich ähnlich wie bei The Vanishing of Ethan Carter. Wir müssen an diese Eisfiguren, wahrscheinlich funktioniert es jetzt mit diesem Mantel. Oder wir hätten einfach auch ohne Mantel warten müssen, keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert es jetzt irgendwie. Und jetzt haben wir rausgefunden, was diese Eisklumpen zu bedeuten haben, diese Eisfiguren. Wir erleben, was mit den ja, Bewohnern hier passiert ist, mit den Einwohnern von diesem Dörfchen. Also der Lamotte hat sich scheinbar hier irgendwie in dieser Garage eingesperrt. Dann ist hier ein Feuer ausgebrochen. Er hat versucht, irgendwie rauszukommen. Hat dann aber irgendwie noch, weil er wahrscheinlich wusste, er stirbt hier drinne, da oben in diesen Eimer was reingeworfen. Aber wie kommen wir da ran? Wir brauchen eine Leiter. Leute, dann müssen wir wirklich nachher nochmal zu diesem anderen Haus fahren, weil da ist ja auch nochmal so eine Eisfigur. Oh, das freut mich voll. Wir wissen jetzt, was wir damit anzustellen haben. So, hier war ja Orangensaft. Gut, dann haben wir das erstmal erledigt. Wie cool, Leute, wie cool. Wir gehen wieder raus und kümmern uns jetzt erstmal um das Schneemobil. Und wenn wir das Schneemobil repariert haben, können wir ja dann damit mal zu dem anderen Haus fahren. Perhaps someone was expecting an important call. In any case, that person's in for a long wait. Ja. Carl already noticed that telephone services weren't provided in this area. Naja, vor allem hier auch auf der Couch, ne? Wer nimmt dann hier sein Schnurtelefon mit raus auf die Couch, setzt sich dann hier hin und telefoniert. Auf diesem Wollsofa hier. So, wir gehen nochmal rein, wärmen uns ganz kurz auf. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Unsere Konzentration, oder wächst die auch? Doch, die wächst auch, oder? Ja doch, die geht auch wieder hoch. Zum Glück, wir warten mal ganz kurz. So, das sollte erstmal reichen. Wir gehen wieder raus und gucken mal nach,
ob wir jetzt hier noch mehr finden. Also hier hatten wir ja schon das eine Objekt gefunden. Wir gucken mal, ob wir noch mehr finden. Hier ist noch eine Mülltonne. Was ist das hier? Anzünder. So. Finden wir hier noch mehr? Können wir schon irgendwas anbringen? Skia platzieren. Das machen wir schon mal. Na, sieht doch auf jeden Fall schon mal aus wie ein Schneemobil. Können wir noch mehr machen? Die Kette, wir brauchen noch die Kette. Oh, Leute, warum haben wir nicht einfach ein bisschen genauer geguckt letztens? Schneemobilkette. A bit of gas, a new spark plug and the key. And this thing would run perfectly. All he needed to do now was to find all that. Ja, also Benzin hatten wir doch, glaube ich, einen schon, oder? Also Zündkerze und Schlüssel platzieren. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Also, ja, Benzin haben wir. Die Zündkerze haben wir auch. Wo kriegen wir jetzt den Schlüssel her? Ah, hier aus diesem Eimer bestimmt. Aber wie kommt man denn bitte dahin? Wie kommt man denn bitte zum Eimer? Wir brauchen eine Leiter. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Überall Reifen? Hier käme man hoch. Warum auch immer. Vielleicht können wir da rüberspringen. Wir gucken mal. Nee. Das ist wohl ein bisschen zu hoch. Was ist das hier? Brücke bauen. Aha, Leute. Aha. Na dann, wir gehen mal rüber. So, wo waren das? Hier war doch irgendwo die Luke. Hier. Was ist denn das? Leider kein Schlüssel. Carl had no idea how to interpret a message like that. On the surface, it seemed like he had one half too many of this puzzle. Enough to know he shouldn't take this testimony as gospel. The entire thing, being some punishment for a murder committed by Hamilton, seemed like an outlandish theory. Carl was doubtful. Hamilton soll einen Mord begangen haben, aber der liegt ja tot. In diesem Laden. Wir lesen mal. Krude Theorie. Ich habe am schicksalsträchtigen 6. Oktober 1970 etwas im Wald gesehen, was kein Mensch hätte sehen sollen. Die Außerirdischen sind hier. Sie tummeln sich in unseren Wäldern. Sie werden von hier aus über uns herfallen bis hinunter nach Mexiko. Sie sind groß, doppelt so groß wie ein normaler Mensch. Sie sind halb Mensch, halb Rentier, halb Wolf. Dass ich sie gesehen habe, heißt ganz bestimmt, dass sie ihre militärischen Regeln gebrochen haben. Sie sind hinter mir her. Wenn das hier jemand liest, ist es schon zu spät. Denn dann wurde ich bereits zum Planeten Elohim entführt, wo sie Experimente an mir vornehmen. Sie bestrafen mich dafür, dass ich nichts unternommen habe, als ich gestern Zeuge dieses Mordes wurde. Als ich sah, wie William Hamilton jemanden tötete. Lebt wohl. Er hat gesehen, dass William Hamilton jemanden getötet hat. Naja, und die ganze Geschichte hier, ne, mit den Aliens. Naja, wir wissen nicht so genau, ne. Also der Typ hier, LaMotte, hat ja so ganz komische Fantasien. Und er glaubt an UFOs und an Außerirdische. Wir haben ja gesehen, in seiner Werkstatt ganz, ganz viele Fotos und ja, angebliche Beweise. Aber vielleicht hat er ja auch recht. Vielleicht finden wir es noch raus. Vielleicht sind die Spuren, die wir hier überall im Wald sehen, wirklich von diesem Mischwesen. Halb Mensch, halb Rentier, halb Wolf. Na, mal sehen, Leute. Bin gespannt. Auf jeden Fall haben wir hier leider nicht den Schlüssel gefunden. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ah, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ich will eigentlich nur noch zurück. Genau, so. Ja, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz rein, wärmen uns auf und dann überlegen wir mal, wie wir weiter vorgehen. Ja, hier ist es irgendwie schwer, rüberzulaufen. Auf jeden Fall haben wir soweit alles, glaube ich. So, wir gehen noch mal rein. Wir
gucken erstmal in unser Inventar, ob wir neue Notizbucheinträge haben. Also, wir fangen mal von vorne an und blättern mal hier durch. So, das kennen wir. Das kennen wir auch. Der Unfall, das kennen wir alles. Das kennen wir auch. Ein eisiges Geheimnis, das kennen wir. Ein eisiges Geheimnis 4 von 4. Ich glaube, das kennen wir, oder? Der gute alte Lamotte mag zwar verrückt gewesen sein, aber er wollte einige Informationen sicher bewahren. Da komme ich von drinnen nicht heran, aber es ist klar, dass ich diese Informationen benötige. So, das kennen wir auch. Das kennen wir auch. Die Jagd, das kennen wir. Das Haus der Familie LaChance. Ja, doch, das kennen wir. Hier sind nochmal die ganzen Personen. Ein paar fehlen auf jeden Fall noch. Was ist das hier? Ah, nee. Ja, die kennen wir alle. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier. Moment, wer ist das? Achso, das ist der, dieser Patriot. Und hier, Sean Guy oder Guy Lamotte, männlich, Manastan, 29 Jahre alt, Beruf Mechaniker. Dieser Mechaniker ist eine merkwürdige Erscheinung. Erfinder, Sammler von Schrauben und Ersatzteilen und auf jeden Fall paranoid. Dieser Mechaniker ist eine merkwürdige Erscheinung. Erfinder, Sammler von Schrauben und Ersatzteilen und auf jeden Fall paranoid. Und nochmal das Gleiche. Dieser Mechaniker ist eine merkwürdige Erscheinung. Paranoid. Warum wurde das dreimal geschrieben? Und diese mysteriöse Lauree. Ja, wir sind wieder auf dem neuesten Stand erstmal. Dann gucken wir nochmal auf unsere Karte jetzt. Wir haben ja hier unten das geheime Projekt Lamotte. Ich glaube, das war noch nicht da auf der Karte. Ich glaube, das ist neu. Ich würde sagen, wir gehen mal dahin. Liegt ja jetzt hier am nächsten und deswegen würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Mal gucken, was uns da erwartet. Wie müssen wir da eigentlich laufen? Müssen wir da überhaupt laufen? Auf jeden Fall irgendwie nach links. Wir gucken mal. Wir stecken mal die Karte ein. Fotoapparat auch. Gehen doch mal nach vorne. Vielleicht hier? Mal sehen. Auf jeden Fall halten wir jetzt länger durch. West Atami Peck. Ja, das wissen wir. Wir nehmen uns mal lieber irgendwas zum Verteidigen. Ausrüstung. Was haben wir hier alles? Hammer, Axt. Wir nehmen mal eine Axt. Man kann nie wissen. Ja, wir können sie schwingen. Mal gucken, was hier kommt. Sind wir auf dem richtigen Pfad? Ja, scheinbar. Geheimes Projekt. Leute, das klingt mysteriös. So, wir brauchen auch wieder unsere Axt. Das haben sie ein bisschen blöd gemacht, dass man das hier nicht einfach so auswählen kann. Da vorne ist ein Wolf. Wir müssen vorsichtig sein. Ich hoffe, uns passiert nichts. Wir schleichen uns mal ganz langsam an. Ich will dir eigentlich nicht wehtun. Ganz braver Freund. Ganz, ganz braver Freund. Bist du lieb? Carl never thought he would be dancing with the wolves. Wir brauchen Medikit. Wir brauchen Medikit. Ausrüstung? Haben wir hier irgendwo was? Hier nicht? Verbrauchsgüter. Zwei haben wir. Was ist das hier? Schmerzmittel. Was ist das? Verschlossener Eisenkasten. Das war knapp. Wir werden also wirklich angegriffen hier, Leute. So, da vorne kommt irgendwas. Aber ein Schlag hat gereicht tatsächlich. Was ist das hier? Kamera auspacken. The blood and the shape of the hole in the ground left no room for doubt. Someone had been buried here. Someone whose life had been taken with blunt force. Where was the body now? Why had it been buried, only to be dug up later? Carl felt as though he was shrouded in fog.
So, wir haben ein Foto davon gemacht. Sieht gut aus, nehmen wir mit. Also, hier wurde scheinbar jemand mal begraben und wieder ausgegraben. Eine blutige Leiche. Wir gehen weiter. So, hier ist ein Tor. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie rein. Tatsächlich? Leute, es ist so spannend. Was ist hier bloß los? Boah, was ist denn das hier für ein Bau? Ich mag auch einfach hier diesen Grafikstil, wirklich. Das ist so schön designt. Diese winterliche Landschaft, der Sturm und der Schnee. Man denkt wirklich, man ist hier in der Eiseskälte unterwegs. Also ich fühle es jedenfalls. Geheimes Projekt. Aber warum sollte hier der Schlüssel sein? Was sagt unsere Kondition? Alles gut. Ja, aber guck mal. Wir frieren wirklich nicht. That large antenna in the middle of the path. Undoubtedly ideal in attempting to communicate with little green men. Was quite awkwardly placed. There had to be a lever to control it. Maybe behind it. Carl would have to figure out how to reach it. Ja, wir müssen also irgendwie hier hinter dieser Antenne kommen. Hat das vielleicht dieser Lamotte gebaut, um mit den Außerirdischen Kontakt aufzunehmen? Irgendwie in diese Richtung? Naja. Wir kommen hier nicht durch. Wir müssen tatsächlich einen anderen Weg finden. Wahrscheinlich dann hier lang. Ich glaube, Taschenlampe können wir einstecken. Es ist hell genug. Ja, hier bestimmt. Schaffen wir es noch, das Schneemobil zu reparieren? Ich hoffe es, Leute. Ich wünsche es mir. Hier ist ein Fahrrad. Guck mal, und eine Tasche. Aber leider nichts drin. Wieder mal. Wofür sind diese Taschen da? Wir haben jetzt schon mehrere solcher Taschen gefunden. So, hier ist diese Antenne. Mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie lang können. Hier ist ein Hebel, aber hier vorne ist auch noch was. Aber da kommen wir nicht ran. Es dreht sich. Untersuchen. The machine seemed to work. Carl sent out an SOS. No reply. Also wir haben ein SOS-Signal gerade gesendet irgendwie. Ich frage mich ja immer noch, wir kommen jetzt übrigens hier lang, dann kommen wir hier durch. Können wir hier rüberspringen? Ja. Ich frage mich, wer der Erzähler ist. The electric terminals appeared to be linked together. But for what purpose? Wahrscheinlich müssen wir hier jetzt irgendein Rätsel lösen. Ja, wie gesagt, ich frage mich, warum eine dritte Person über uns erzählt und nicht wir selbst. Kurbel bewegen. Wir gucken mal. Mal gucken, was wir jetzt hier tun sollen. Minus plus? Ah, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Plus minus. Minus. Plus. Moment mal. Was ist das hier? Öffnen. Geht nicht. Da vorne ist irgendwas. Ist das nicht ein Schlüssel? Leute, wenn das der Schlüssel ist. Plus, minus. Minus. Plus. Minus. Leute, was soll man jetzt tun? Ach so, wartet mal. Minus und Plus. Hier muss Minus ran. Okay, verstehe. Minus. Gehe ich jetzt mal davon aus? Obwohl, nee, wartet mal. Das Kabel. Blau. Wäre das hier.
Moment. Blau. Minus. So, das Kabel führt hier hin. Und dann müssen wir hier Plus nehmen. Nehme ich jetzt mal an. Oder? Plus. Was ist das hier? Carl rejoiced at the unexpected source of heat, but not as much as his freezing hands. Eine Wärmequelle speichert. Wartet mal, Leute, was soll man jetzt tun? Plus. So, hier. Wartet mal, vielleicht. Jetzt? Nee. Hä? Was sollen wir denn tun? Plus und Minus. So, das Kabel ist blau. Minus. Was sagt unsere Wärme? Sieht gut aus. So, das Kabel hier. Wird hier lang. So. Ach so, Wärmequelle. Dann können wir uns hier aufwärmen. Super. Leute, helft mir mal. Was soll ich denn tun? Ich habe keine Ahnung. Plus und Minus. Plus. Vielleicht der andere dann Minus? Nee, funktioniert nicht. Minus plus. Also wenn wir hier Minus haben. So. Dann muss doch hier plus sein. Der wäre dann jetzt hier. Hier haben wir keine blauen Kabel dran, oder? Doch. Plus. Ja, und was muss denn hier hin? Ach, hier ist auch nochmal einer. Moment. Auch vielleicht plus. Leute, bin ich so dämlich dafür? Scheinbar. Ich weiß es nicht. So Leute, ich habe jetzt einfach mal ganz kurz nachgeguckt. Also wir müssen, also keine Ahnung, wie man darauf kommen sollte. Also hier müssen wir, plus muss nach links. So. Hier muss plus ebenfalls nach links. Hier muss plus, ich glaube, der ist richtig bereits. Und hier muss plus nach unten. Ja, also keine Ahnung, wie das funktionieren sollte. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, sagt es mir gerne mal. Wir öffnen jetzt auf jeden Fall erstmal gemütlich die Türe. Open Sesame. So that's where the generator key was hiding. All that was left was to use it. Aha, der Schlüssel, wir gucken mal. Schneemobilschlüssel. So big an effort for an oh so tiny piece of metal. Aber wirklich, ey. Also mehr können wir hier nicht machen. Den Schlüssel können wir hier nicht mitnehmen. Ja, na dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück, oder? Wir gehen mal zurück. Mich interessiert aber noch, wohin man da hinten hinkommt. Wir gucken mal ganz kurz. Wir öffnen mal schnell unser Inventar. Sieht alles gut aus. Wohin kommt man hier noch? Was sagt unsere Karte? Wir sind hier unten. Ah, okay, dann kommen wir wahrscheinlich hier irgendwo raus bei Roy, bei der Familie Roy. Nee, dann machen wir das erstmal nicht.
Wir gehen jetzt zurück zum Schneemobil. Ja, also das Rätsel, keine Ahnung, hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Ich dachte irgendwie, das blaue Kabel, da war ja irgendwie noch dieses Gerät plus minus, dass man das blaue Kabel irgendwie entsprechend, oder beziehungsweise die Räder entsprechend drehen musste, damit sie mit dem blauen Kabel irgendwie verbunden sind. Aber irgendwie ja nicht. Wer weiß. Haben wir hier noch irgendwas? Hier auch schon wieder so eine Tasche. Ah, Anzünder. Hier ist also was drin tatsächlich. So, dann gehen wir mal weiter. Nicht, dass hier wieder ein Wolf kommt. Hier ist noch was. Feuer machen. Na, guckt an, speichert. Sehr gut. Wir gehen weiter. Kamera auspacken. Bild behalten. Moment. Warte mal, auf dem Bild? Da war noch gerade... Warte mal, wir machen mal noch mal ein Foto. Guck mal, Leute. Da sind Spuren. Wegwerfen. Sehr mysteriös. Gut, wir gehen erstmal weiter. Alles nach dem anderen. Alles nach und nach. Also man sieht schon, man kann wirklich so viele Sachen hier machen. Manchmal weiß man echt nicht, was soll man zuerst tun. Hier bewegen wir uns langsam vorwärts. Der Schnee scheint hier höher zu sein. Doch, jetzt geht's wieder. Wir müssen aufpassen, ob hier irgendwo Wölfe sind. Aber sieht alles gut aus. Wir stecken mal ganz kurz die Kamera wieder ein. Taschenlampe können wir auch einstecken. Und hier vorne sind wir wieder im Haus von Lamotte. Oder Lamotte. Oder wie auch immer. Lamottes Werkstatt. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir mal die letzten Teile hier an Schneemobil an. Und das Ding funktioniert. Das Ding funktioniert, Leute. Wir haben ein Schneemobil. Wie cool ist das denn? Haben wir hier noch irgendwas drin? Nee. So, wir gehen kurz rein, lesen nochmal unsere Tagebucheinträge. Speichert. So, wir haben wieder neue Notizbucheinträge. Na, mal sehen. Wir blättern nochmal durch. Wartet mal einen Moment. Ne, das kennen wir ja, genau. Unfall. So, hier müsste jetzt irgendwo was kommen, was Neues. Das kennen wir. Kennen wir auch. Hier. Mord an Hamilton. 3 von 3. Ich glaube, das linke hatten wir schon gelesen, ne? Mord an Hamilton. Hier geht's weiter. Mord. Hamilton hatte einen Mord begangen. Kann man dem Mechaniker trauen? Wenn ja, ist das Ganze vielleicht nur eine Art Vendetta? Ein offenes Grab, und zwar nicht von einem Tier. Hier war eine menschliche Leiche begraben. Das ist das Grundstück von Lamotte. Was hat er also mit der Sache zu tun? Wer lag hier in diesem Grab? Das Ganze wird immer komplizierter. Und mysteriöser, wie ich finde. Hier geht's noch weiter. Die junge Frau. Hat das irgendwas mit der jungen Frau zu tun? Moment mal. Wer lag in diesem Grab? Ein offenes Grab und darin lag sicher kein Tier, sondern eine nicht allzu große Person. Sie wurde vor kurzem ausgegraben und zwar sauber und methodisch. Ich bin mir nicht sicher, welche Frage ich mir eher stellen sollte. Warum wurde die Person ausgegraben? Oder warum wurde sie überhaupt dort begraben? Das Blut, das geschändete Grab, das in der Arztpraxis behandelte verwundete Opfer, all das führt zu einem Schluss. Eine Menschenjagd. Eine junge Cree- oder Cree-Frau zur falschen Zeit am falschen Ort. Ein Plan, das alles geheim zu halten. Fürchterlich. Also Moment mal, wartet mal. Das Blut, das geschändete Grab in der Arztpraxis. Genau, da waren verwundete Opfer. Vielleicht die Frau. Ein Schuss.
Aber warum sollte dieser Hamilton diese Frau ermordet haben? Hat sie irgendwas gesehen, was sie nicht sehen sollte? Und wie gesagt, der Hamilton hat ja wohl irgendwie gute Beziehungen zu dem Arzt. Ah. Sehr, sehr mysteriös. Haben wir noch mehr? Hier nicht? Nee, das war's, glaube ich, ne? Ja, das war's. Wir sind auf dem neuesten Stand. Leute, was für eine Folge. Was für eine spannende Folge. Wir haben herausgefunden, was es mit diesen Eisfiguren auf sich hat. Wir haben das Schneemobil repariert. Haben jetzt scheinbar, ja, von irgendeinem mysteriösen Vorfall, von einer Jagd erfahren. Alles ganz, ganz, ganz komisch. Ja. Und jetzt sind wir hier wieder im Haus, in der Werkstatt von Lamotte. Den merkwürdigen Lamotte. Wir gucken mal ganz kurz, was uns in der nächsten Folge erwartet. Ich habe da so eine Idee. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal das Haus von LeChance besuchen und gucken uns auch nochmal die anderen Häuser an. Die Hütte und die Raststätte fehlt noch. Und ich glaube, im Haus von LeChance war das. Oder von Bedard, ich weiß nicht mehr so genau. Ich glaube aber LeChance, wo auch nochmal diese Eisfigur war. Die müssen wir auch nochmal triggern, um zu gucken, was da passiert ist. Da stand doch diese Frau irgendwie am Fenster. Ihr erinnert euch. Naja, und dann haben wir noch mehr. Hier, Haus von Blaise oder so. Naja, und dann haben wir hier noch irgendwelche, Übernachtungsmöglichkeiten. Ein Motel oder ein Hotel vielleicht. Wie gesagt, die Hütte. Die Raststätte würde ich mir auch noch gerne angucken mit euch. Eine Eishöhle haben wir auch noch. Und wir haben hier auch überall noch Wanderwege. Und dann geht's da hier oben. Hier müssen wir dann aber mit dem Auto fahren. Die Bundesstraße oder Autobahn 750 oder so. Wahrscheinlich Bundesstraße oder Landstraße. Manastan Nord. Und da hinten, ganz am Ende, ganz oben, das Haus von Hamilton. Das gucken wir uns dann am Ende an. Hier vorne haben wir noch eine Bootsanlegestelle rechts am See. Ah, sehr, sehr spannend, Leute. Ich mag das Spiel. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr die nächste spannende Folge von Kona nicht verpasst. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Euer Marcel.